Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen beim film.de Z-Box Unboxing Video. Diese Z-Box gibt es im Abo. Die kann man bestellen auf www.zavi.de. Je nachdem, was für ein Abo man wählt, kriegt man gestaffelte Preise. Es fängt an bei 24,99 Euro im Monatsabo, geht weiter über Quartalsabo, Halbjahresabo bis hin zu Jahresabo, was das günstige Preis ist für 19,99 Euro. Jeden Monat gibt es ein neues Thema. Diesen Monat ist das Thema Gaming. Ich habe seit 2011 bestimmt kein Videospiel mehr gespielt. Also ich kenne mich da jetzt voll aus. Aber mal gucken, was drin ist. Keine Sorge, das Messer ist stumpf. Mir passiert nichts. Also ich glaube, das Thema ist nicht Gaming, sondern ein anderes Thema. Egal. Aliens. Das ist Arctix. Sehr berühmte Serie. Mystery-Serie, Kult. Ich habe ganze eine Folge gesehen und fand sie recht langweilig. Ein Notizbuch. Irgendwelche geheimen Botschaften. Nein, irgendwie nicht. Plastik. Alien-Figur. Aus dem ersten Alien-Film. Sehr, sehr geiler Horrorfilm. Kult. Ich pack's mal aus. Scheiß auf den Wertverlust. Was haben wir da drin? Styropor. Gut verpackt. Ui. So viel Verpackung für so eine kleine Figur. Und sie ist durchnummeriert. Dallas AAG 9088. Oh, sehr flauschig. Sehr hochwertig. Sehr schwer. Sehr detailliert. Sehr cool. Dann kommt das weg. Das weg. Das weg. Und das schauen wir hier. James Webb. Made in China. Oh, noch ein Buch. Hatten die jetzt schon lange nicht mehr. Okay. Call of Duty, Black Ops. Ah, jetzt gibt's doch was zum Thema Gaming. Unglaublich. Call of Duty, habe ich auch mal gezockt. Sehr cooler Shooter. Black Ops, der ist da. Damals. Karabinerhaken.
mal so. Mit Temperaturanzeiger. Kompass. Ein bisschen Metall. Call of Duty Black Ops. Sehr schön für die nächste Waldtour. Wandern ist ja momentan voll im Trend, habe ich gehört. Was haben wir hier? Transformers. Also ich habe keine Ahnung, was für ein Thema es sein soll. Es ist nicht Gaming unbedingt. Es ist auch nicht unbedingt Sci-Fi. Es ist irgendwas. Aber egal. Hui. Hehe. Sieht aus wie Bumblebee. Man sieht, in Sachen Zusammenbauen bin ich super talentiert. Meine Frau sagt mir gerade, ich soll das Gefäß nicht kaputt machen. Tada! Sieh da, es ist Bumblebee. Niedliches Teil. Und das nächste, ein T-Shirt. Dr. Eggman vom Videospiel Sonic. Also das ist definitiv auch ein Videospiel. Größe L. Die Größen, die könnt ihr euch aussuchen bei Bestellung. Es hängt von S an bis zigmal XL. Ihr könnt Männlein, Weiblein aussuchen. Alles dabei. Hinten nichts, nur vorne. Als nächstes, oh, ein Schiff. Wer die letzten Unboxing-Videos gesehen hat, der weiß, mit diesen Star Trek-Schiffchen habe ich so meine Probleme in Bezug auf Aufbauen. Ich hatte schon mehrere Teile davon in der Hand, weil ich zu doof dazu bin. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Null Ahnung, was das für ein Schiff ist. So, das Schiff heißt Tilorian Repspinner. Ja, okay. Das kommt hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Man sieht, mit dem Aufbau ist das immer so eine Sache. Meine Frau schreibt gerade, sie will probieren mit dem Aufbau. Weil sie hat wieder Angst. Ich mache es ja nur kaputt. Das könnte so. Es steht! Ganz vorsichtig. Oder steht nicht. Naja, egal. Also, wir haben diese sehr beliebten Star Trek Schiffchen, die ich nie richtig zusammenbauen kann. Das hier für die nächste Wandertour von Black Ops. Das Dr. Eggman-Shirt von Sonic. Die sehr geile Figur von Alien. Bumblebee. Und zwei Notizbücher. Also, wer viel schreiben will,
Der ist jetzt hier genau richtig. So, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Monat. Bis dann. Ciao.